Ich würde sagen, wir teilen uns dann das nächste Mal in zwei Teams auf. Mhm. Ein Team baut an der Produktion dann weiter. Und das andere geht Ressourcen holen. Na, nicht mal. Das andere Team schaut nach einem Platz für die Bohrinsel. Hm. Weil so machen wir ja beides. Weil dann können wir da die Ressourcen einfach gleich mit rübernehmen. Stimmt eigentlich. Und fertig. Wäre jetzt so. Mann, das ist ja nicht langweilig, wird das zu sagen. Ja, ne? Ja. Hab auch mal geguckt, wir sind schon über Hälfte voll. Nur? Über Hälfte, drei Viertel sogar schon. Naja, wir haben ja ein Lernen noch und ein... Ja, okay. Das ist gut. Aber das ist halt auch gleich mal wieder verheizt, ne? Also es ist ja nicht so. Schade, dass wir nur ein Fahrzeug haben mit Cargo. Ja gut, für den Anfang. Ja, vielleicht werde ich mich gleich mal hinsetzen und einfach mal was Kleines dann entwickeln. Also du meinst für Materialientransport? So ist also für Baumaterialien? Genau, nur für die Materialien. Das ist der große, wo wir jetzt haben, ja, dein LKW. Für die Ressourcen holen. Ja, es wäre schon praktisch, wenn man von überall drauf zugreifen könnte. Stimmt schon. Deswegen, da würde ich mich dann vielleicht gleich mal dran setzen. Aber ich brauche gleich erstmal noch 5 Minuten Bett holen. Mhm. So. Jetzt dürften wir es eh gleich geschafft haben. Inventory full. Warte. So. Zwei Komponenten konnten nicht eingelagert werden. Wir sind voll. Ja gut. Ich bin nämlich jetzt auch nochmal voll im Inventar. Mhm. Du sitzt? Wieso? Ich warte. Ja. Fährt er von alleine. Da rollt er. Ich schau gleich mal, wie viele Stahlplatten wir noch haben, weil dann nehme ich die Stahlplatten erstmal aus der Produktion raus. Hm. Dass wir die anderen Sachen herbekommen. Dass wir da erstmal Vorrat schaffen von dem Rest. Ja. Alter, die Platte muss eigentlich höher. Wie? Das sieht bei mir manchmal aus, als ob da noch jede Menge Gras drüber gewachsen ist. Ach so, das... ja. Manchmal loopt's ein bisschen durch. Ach so, warte mal. Und? Nein. Na doch, geht. Ja. Ich leg mich da noch mal 5 Minuten ins Bettchen. Ja, mach ein Nägerchen. Das ist immer ganz gut, was wir da drin haben. Die brauchen wir dringend, das weiß ich. Den Rest lasse ich einfach. Und fertig. Das wird schon passen.
Und komm, komm, den letzten auch noch. Perfekt. So, Eisen, Eisen, Eisen. Da, 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 da. Oh. Haben wir da noch mehr oder war es das jetzt echt original? Oh ne, da ist noch ein kleiner Frachti. Sehr gut, das läuft. Aber ist halt auch gleich einmal weg. Ohne Effizienzmodul. Das macht schon einen Unterschied. Würde ich sagen. Ja, die lasse ich einfach durchlaufen. Wir brauchen eh alles. So. Dann schauen wir mal das mal. Achso, eigentlich ist es egal. Ich könnte ja außen weiter konstruieren. So. Das war's. Dann machen wir mal. Okay. Jetzt hat er. Zumindest erstmal. So. Dann mache ich das hier. Schneeweiß ist vielleicht noch ein bisschen too much. Ja. Okay. Stahlplatten. Oh, da haben wir auch noch 2000. Da müssen wir also welche produzieren. Sonst werden wir da nicht weit kommen. So. Ja. So. Eigentlich reicht das, das, das. Na, einen muss ich leider noch machen. Und zwar machen wir das so. Zack. Warum nicht dein Motor? Meine. So. Aber 3 ist ja auch nicht der Burner, ne? Eigentlich muss ich das echt von hier aus machen. So. Das wird nämlich unser Trappenhaus. Oder so ähnlich. Haben wir da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was heißt ja 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Habe ich schon eine Idee. Genau das und das. Und dann. Ne, jetzt ist er irgendwie gerade gelaufen. Ach, hat das nicht alle gut getan. Er haut sich einfach hin, nicht auf die Spinne. So. Jetzt bin ich auch wach. Na, immerhin. So sieht's aus. So nicht. Jetzt können wir das hier hernehmen. Ich habe mir mal ein bisschen Platz gemacht. Ich mache mal eine Entwicklung für Transport von Baumaterialien, ne? Jo. Gerne. Ich tüftel hier schon mal im Treppenhaus. Zumindest mal im Grundaufbau. Oder eigentlich am Fahrstuhlschacht in den Lautsprecher. Ja. So. Okay. Dann brauche ich das. Ja doch, das. Das. So, einmal den so einfärben. Obwohl, den mache ich auch schwarz. Ist eigentlich am gescheitesten. So. Dann kann ich das nämlich hochziehen komplett. Ja. Wird aber nur was Kleines, Niedliches, ne? Ja, ja, einfach nur, dass man mal drüber geredet haben. So, müssen da jetzt, müsste ja mal das Ende da oben kommen. Ja, das schaut gut aus. Wo ist er jetzt? Was soll da unten? Da liegen. Ja, passt. Okay. Zack, 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 zack. So. Das Ende. Ja, sie benötigen Stahlplatten. Hm.
jetzt besser aus oder nach irgendwas aus? Uiuiui. Oh ja, eigentlich. Kann man das schon hernehmen dafür. Perfekt. Dann hole ich mir noch mal Stanis. Oh. Wo achso, du tüftelst da. Du hättest den ja auch runterstellen können. Nee, so viel Platz brauche ich nicht. Okay, wenn du meinst. So. Also zwei frei, ja. Zwei. Yeah. Zwei. Ey. Warum habe ich das getan? Was? Warum? Ja, das, was ich hier gerade angefangen habe. Blöcke drehen, Blöcke drehen. Das Ding wird sogar noch was aussehen. Hm. Ja, schon so. Ja, richtig. So. Eins, zwei. Eins, zwei. Oh, Regen. Wann regnet es hier mal nicht? Gefühlt dauerhaft. Ja, Block. Wow. WTF, was war das? Das wüsste ich auch gerade gerne. So. Ah, das gute alte Windows XP in unseren Anzügen. Scheiße. Ja. Ist einfach nur Kacke. Okay, nice. Das muss jetzt nur noch bis zu Ende geführt werden. Yeah. So. Nein, hat das jetzt nicht so lange gedauert. Nee. Aber bevor ich das da weitermache, ist die viel größere Frage. Ah, wir hatten ja. Ah, das waren ja 3, 3 und 3, wenn es mich nicht täuscht. Dann passt das. Das ist. Oh, geil. Nicht mal abgemessen. Und genau passend, gell? Ja. Also so wie ich es mir vorgestellt habe, ja. Kann ich mit leben. Und morgens ist es 3x3 Rechteck und ich brauche inventiertes Rechteck.
und eine Menge Träger. Jetzt ist nur die Frage, geht sich's dann tatsächlich nach oben hin auch so aus mit den Fenstern? Ja. Ah, nee, der geht ja eh weiter nach oben, der Fahrstuhl. Ist eh scheißegal. Passt schon. Kann das komplett durchziehen. Na dann passt. Das ist vollkommen wurscht. So, da werden wir aber jetzt wieder hier das hernehmen. Wenn es so schön glänzt. Also.